Oh, Alter, was geht ab, Leutonia? Es wird Döner getestet. Oh, yes! Anfang des Monats, das heißt, wir können wieder bei Hans Kebab vorbeischauen. Neuer Döner des Monats. Ich habe diesen Monat keine Ahnung, ich wurde nicht gespoilert, was der Döner des Monats ist. Knuspriges Dönerbrot, Leute, Kalbsfleisch. Hast du sonst noch was? Nee, das ist alles. Ajwa, muss mal schauen, was das ist. Salatmix, weiße Zwiebeln. Pommes ist drin, Salzgurke. Hans Kebab-Soße. Schwarz fermentierte Knoblauchsoße ist wieder am Start. Sumak, Silka Chilis, Leute. Okay, wir sind gespannt. Ah, das ist neu, oder? Die Bildschirme waren beim letzten Mal nicht da, oder? Ja. Die Nummer ist, glaube ich, auch neu. Es wird aufgerüstet, bis es läuft bei denen. So, das ist er, Leute. Erster Eindruck vom Kollegen war, er sieht kein Fleisch. Ja, kaum. Kaum. Schau mal, kaum, nur hier unten er. Siehst du ein bisschen was durch. Soll ich direkt reingehen? Ja, geht direkt rein. Kann man nicht essen. Ich muss sagen, die sind alle... Ja, ist das mir, ist das so. Richtig gut. Richtig gut, sagt er. Richtig gut. Komischerweise diese Paprika, wo ich gedacht habe, die kommen am schlechtesten, die kommen richtig gut. Mir ist auch eine direkt vorne, oder? Glaub mir. Welche Paprika, Mann? Doch, die hier. Nee. Da vorne. Ich sag dir, die kommt krass. Das ist eine Salzgurke. Oder die Salzgurke, was immer das ist. Ja, ja, Salzgurke. Ich habe nichts bei Paprika gelesen bei den Zutaten. Salzgurke ist es. Und die kommen wild. Mhm. Besser als der vom letzten Monat. Besser, 100 Mal. Oha! 100 Mal. Ich fand den vom letzten Monat echt gut. Ja, der war auch gut, aber der ist besser. Die Soße ist auch besser. Ist mehr Soße drauf als letztes Mal, kann das sein? Mehr Soße als diese Barbecue vom letzten Mal, glaub nicht. Aber wenn ja, dann, stimmt, aber hier war jetzt eher so Joghurtsoße oder irgendwas mit drauf und diese rote, das kommt. Also die Soße war Hans Kebab Special, hieß und die. Und Alba war drauf. Und Alba, ja. Das kommt. Alba und Sumak. Also sehr viele Gewürze, Kräuter. Saure Gurken gibt auch nochmal eine ganz andere Note. Also ich bin gespannt. Was ist denn für den sauren Gurken jetzt? Die kommen krass eigentlich. Kommen die krasser als die Kirschtomaten? Ich habe noch nie so knusprige Pommes gehabt wie bei Hans Kebab, Mann. Ja, die Pommes sind krass. Die sind krass, Mann. Die geben richtig guten Crunch. Ich sag's dir, die sind gut. Pommes. Krass. Pommes sind krass, ja. Fleisch, solide. Kann man schon. Weißt du, was gut ist? Die haben eine gute Base. Das Brot ist gut. Ja. Und das Fleisch ist solide. Ja. Das gibt den Spielraum, ein bisschen rum zu experimentieren. Der ist voll. Okay, direkt erst ein bisschen mit Sauergurke. Okay. Nicht Spaß. Schmeckt gut. Sauergurke schmeckt. Sauer, ne? Also was die Nüsse beim letzten Mal waren, sind halt dieses Mal die Pommes. Die Pommes. Mhm. Und was halt letztes Mal die Ananas war, ist halt dieses Mal die Gurke. Ja, besser, weil, ich find's besser, weil die überdeckt nicht alles. Die genau. Alles. Die Barbecue-Soße hat alles überdeckt. Mhm. Mmh. Weiße Zwiebeln anstatt rote. Ich weiß nicht, ob ich so ein Fan bin. Feierlich. Ja? Ja. Macht schärfer. Die sind schärfer, ja. Das Fleisch ist echt geil, Leute. Das ist Geschmackssache. Ich sag, ja, am Ende vom Döner, wenn du nur noch das hier drin hast, siehst du, dass du nur noch Fleisch fasst. Ja, geil. Ja, ich bin solche Fan, ich will alles überall haben. Digga. Also schmeckt, kann ich jetzt nicht allzu viel sagen, weil ich kenne Sumak jetzt nicht wirklich und das andere kenne ich auch nicht wirklich. Deswegen kann ich euch nicht sagen, was, nach was hier schmeckt, was hier heraussticht. Also was ich bei diesen Döner immer sagen kann ist, jede Zutat hat eine Aufgabe. Hier gehst du mit deinem Gaumen auf eine Reise. Aber keine Kirschtomaten. Bester Bissen, Leute.
Das ist halt einfach nur Saft. Das schmeckt ultra krass. Der hypt sogar einen Saft, Leute. Das musst du mal hier kaufen, Mann. Das ist richtig krass. Soll ich hier wieder machen? Der krasseste Saft in München. Das ist der krasseste, 100%. Was ist dein Fazit? Was ist dein abschließendes Feedback zum Döner? Auf jeden Fall besser als der letzte. Und ich habe ja gesagt, gleichwertig wie Classic. Oder besser sogar vielleicht. Ja. Also würde ich sagen, vielleicht so eine 8. Fand ich schon sehr gut. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich einen normalen Döner so viel lieber hätte. Bei dem, bei Hans Kebab, sagen wir mal. Bei Hans Kebab, ja. Ja. Bei anderen Läden, bei Mustafa, ist hätte ich einen normalen genommen. Nee, ich war letztens bei Mustafa. Nee. Der war viel besser als Mustafa. Ja, vom Rating her kann's, ist es eine 8, weil... Nee. Ich weiß nicht mehr, was wir... Ich glaube, 8 war gleich wie Classic. Ich glaube, wir haben Classic. Den gegeben. Original haben wir 7 gegeben. Classic 8. Und den vom letzten Mal habe ich 7,5 gegeben, weil ich den dazwischen fand. Ja. Das heißt, dem muss ich 8,5 geben. 8,5. Und ja. Ich glaube, du auch, ja. Ja, okay, 8,5. Aber das ist schon 8,5. Ziemlich krass an sich dann. Das ist eigentlich schon ziemlich dafür, krass. Dafür, dass sie einfach mal so Döner des Monats raushauen. Aber der war schon stabil. Ist das vielleicht der beste Saft in München? Hier war ich noch nicht. Wisst ihr, warum er der noch kritischere ist, Leute? Er sagt, unser Rating ist zu hoch. Alles muss erstmal minus 2 runtergestuft werden. Oder gibt es irgendeinen Döner, den du auf 1 ratest? Auf 1? Ja, also 1 von 10. Wenn Döner richtig schlecht ist, dann gibt dir meistens 3 von 10. Also eigentlich muss der schlechteste Döner bei 0 von 10 sein. Ja. Gibt es einen, wo du 0 von 10 gibst? Der damals bei Hauptbahnhof, ja. Okay, vielleicht. Und hier vielleicht dieser eine in der, hier runter. Ja, ich weiß, wen du meinst. Den würde ich auch richtig low ranken, vielleicht 1 von 10. Ja. Also für mich ist zum Beispiel 5 von 10, hey, Durchschnittsdöner, wenn man mal irgendwo unterwegs ist. Ja, das wollte ich auch sagen. Einfach komplett normal, ja. Sehen uns vielleicht übermorgen. Vielleicht übermorgen, bis auch. Yo, das war's von mir und meinem Kollegen Hamid. Und Hans Kebab, Döner des Monats. Was mir gefällt ist, ja, Abwechslung. Das ist mal was Neues im Döner-Game. Jeden Monat ein bisschen Kreativität, weil Döner ist sehr oft sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich würde nicht sagen gleich, aber sehr ähnlich. Und ich stehe auch so verrückte Innovationen. Und vielleicht irgendwann mal kommt ein Monat, wo das die Döner-Revolution sein wird. Wir haben uns jetzt länger nicht gesehen, weil ein Video ist ausgefallen, Leute. Ich wollte den schlechtesten Döner in München probieren. Mein Gott, die Bewertung war so lustig. Es wäre so geil geworden. Aber der Laden hat dicht gemacht. Der Laden ist dicht, weil er so schlecht war. Die letzte Bewertung war von dem Monat. Ich stand vor geschlossener Tür. Alles zugeklebt. Ich so, oh mein Gott, echt schade. Hätten die doch nur ein bisschen später zu dicht gemacht. Echt schade. Die Kommentare, die Bewertung. Mein Gott, ich habe mich schlapp gelacht. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram. Ein bisschen Bitcoin, nicht wie ein Crypto Cashflow, Gedingen. Jeden Tag tracken, serious business und ciao.